Transmann, Transfrau, Non-binär, Genderfluid, alles Begriffe, die man häufig hört. Aber was bedeuten sie? Wie lebt es sich als Transmensch? Das möchte ich von meinen drei Gästen erfahren. Bei mir ist der Dr. David Garcia. Sie sind Psychotherapeut, Teil Psychiater, Psychotherapeut und Sexualtherapeut. Bei mir ist Nadia Brönimann. Sie sind Autorin und sind jetzt heute bei mir als bekannteste Transfrau, kann man sagen, von der Schweiz. Bei mir ist auch Petra Casagrande, Hochbauzeichnerin, und sie nennen sich non-binär. Was bedeutet das genau? Ja, das ist eben eigentlich im Moment ein bisschen schwierig, wie ich es soll nennen, non-binär, genderfluid, weil ich dafür einstehe, dass ich eigentlich beide Geschlechter in mir spüre, sehr stark. Und durch das nicht mich entscheiden will, was ich bin. Also, oder was ich ausdrücken will. Also, ich will sagen, ich bin als Frau auf die Welt gekommen und das werde ich auch bleiben. Aber ich habe sehr einen sehr hohen männlichen Part auch in mir rein, oder? Und der wird einfach... Ja, der ist jetzt auch befreit worden, sage ich mal so. Mhm. Oder sichtbar worden, ja. Befreit worden, ja. Sagen Sie, weil Sie eine Operation hinter sich haben. Sie haben die Brust oder die Brust entfernen lassen. Ist das Gefühl von Mann und Frau in sich schon immer da gewesen, schon als Kind? Nein, ich denke, das habe ich schon immer in mir rein gehabt. Ich meine, ich muss schauen, das ist, jetzt bin ich 54 und das ist... das hat angefangen mit Schlittschuhen, oder? Da bin ich vielleicht... Also sind wir eigentlich schon gleich 44 Jahre her. Und ich hatte hier schon Bubenschlittschuhe, wahrscheinlich die vom Bruder aufgetragen. Ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht. Es hat für mich auch gepasst. Ja. Aber wenn ich heute zurückdenke, ist das hier, glaube ich, schon fast revolutionär gewesen, oder? Ja. Und bin da natürlich auch viel für einen Bub gehalten worden. Und das Witzige ist, dass mich das gar nicht gestört hat. Also, das sind alles so Reflexionen jetzt auf früher. Wieso hat mich das nicht gestört? Aber heute weiss ich natürlich, wieso das mich nicht gestört hat, sondern ich habe das hier eigentlich noch witzig gefunden. Oder? Also es war nicht ein Erfindungsprozess, es war einfach eigentlich ganz normal. Ich glaube, es war so ein Befreiungsprozess jetzt schlussendlich. Oder? Mhm. Ja, es war normal und eine Erkennung und ein Befreiungsprozess. Ja. Mhm. Auch in der Gesellschaft vor allem. Oder? Und wir haben abgemacht, ich sage Frau. Mhm. Casagrande, genau, das haben wir so abgemacht. Nadia Brönimann, Sie haben es anders erlebt. Was haben Sie erlebt? Also ich habe mich zwar schon auch eigentlich ähnlich, wie das Petra richtig sagt, als Kind auch so die gemerkt, dass ich irgendwie anders bin als die anderen, dass sie teilweise Sachen machen, die man den Mädchen zuordnet, andere, die man den Buben zuordnet. Und ich habe halt zu der damaligen Zeit, wie du ja auch, wir haben noch nicht über die Themen geredet, es war als Tabu gewesen. Man hat die Begriffszuordnungen alle noch nicht gehabt. Und darum habe ich das auch gar noch nicht so hinterfragt. Mhm. Ich habe es einfach erlebt, habe gemerkt, etwas ist anders als vielleicht bei meinen Gespänchen. Aber was es ist, ist mir... Also die Frage habe ich mir hier noch gar nicht gestellt. Mhm. Erst viel später. Ist das ein Leidensweg gewesen? Oder wie hat sich das angefühlt? Es ist schon ein Stück weit ein Weg, wo ein bisschen einem... Also jetzt in meinem Fall, wo mich zu einer Aussenseite gemacht hat. Und ich sage bewusst Aussenseite. Und trotzdem, ich hatte das irgendwie als Kind, man hatte so auch so einen Überlebenswille und auch so etwas Gesundes in einem, eine Ressource, eine Kraft, die einem immer wieder weitertreibt und man vielleicht auch vieles noch so spielerisch wahrnimmt. Und das ist ja, glaube ich, auch gut, dass man als Kind Sachen noch nicht so genau hinterfragt und so genau... reflektieren will. Mhm. Sie haben einfach ein Schutz vom Kind sein. Genau. Sie haben dann eine Hormonbehandlung gemacht, 1995, wenn ich das richtig im Kopf habe. Drei Jahre später eine Geschlechtsanpassung. Mhm. Und Sie finden jetzt aber, es gibt auch noch einen anderen Weg. Sie finden, es ist nicht der richtige Weg. Ich kann nur für meine persönliche Geschichte reden. Das ist mir ganz wichtig, dass man das immer wieder auch so klar festhalten, weil wir haben vielleicht gewisse Sachen gemeinsam. Wir sind aus der Trans-Community, aber jede Person innerhalb der Trans-Community hat auch wieder ihre individuelle Biografie. Mhm. Und wir sind so facettenreich und vielschichtig, wie das eigentlich in der breit genormten Bevölkerung auch der Fall ist.
Und darum ist das eigentlich bei jeder Person wieder ein bisschen anders. Zurück auf die Frage zu kommen. Da, wo ich die Operationen gemacht habe, hat das für mich gestimmt, weil ich nichts anderes kennt habe. Es hat für mich nur schwarz-weiß. Wenn man trans ist, tut man ganz operieren oder man bleibt im männlichen Körper. Und ich habe darum halt einfach auch so den Weg gemacht. Heute, wo man viel differenzierter mit diesen Themen umgeht, viel mehr Begriff kennt, es ist auch enttabuisiert, man hat viel mehr Informationen. Und da ist ganz klar, dass in mir natürlich auch viel Reflexion passiert ist. Und ich heute finde, schade, dass ich mich so stark reduziert habe auf meine primären Geschlechtsorgane und dass ich meine Weiblichkeit auf das so fixiert habe. Weil heute weiss ich, dass es gar nicht an dem liegt und dass eigentlich die Weiblichkeit viel mehr bedeutet, viel ein grösseres Universum ist, als jetzt einfach weibliche Geschlechtsorgane zu besitzen. Mhm. Und vor allem habe ich wie so mehr und mehr erkannt, und das, in dem Sinne fühle ich mich wohl, wenn man so sagt, ja, was bist denn du jetzt, in welche Schublade willst du jetzt dich zuordnen? Das sage ich heute am liebsten in gar keine, weil ich bin einfach Mensch. Mhm. Mhm. Sie, nicht schubladisieren. Ja. Herr Garcia, Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, dass wenn ein Kind zwischen 2 und 4 ist, dann tut es sich aber eigentlich schon schubladisieren. Es tut sich irgendwo identifizieren. Es gibt eine klare Identifikation. Wie ist das? Das ist richtig. Also das ist das, was wir heutzutage wissen, dass bei allen Menschen zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr zu einer Selbstzuweisung zu einer von den Geschlechterkategorien, die einem sozusagen wie angeboten werden, dass man sich da zurechnet. Und es hängt eben darauf ab, das hat jetzt Frau Brünnimann sehr schön gesagt, von den Möglichkeiten, die einem überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Also in einer Welt, wo nur rosa und blau da ist, dann werden sich die Leute entweder rosa oder blau dann halt irgendwie auswählen. Und werden natürlich sich auf das achten, was die Eltern sagen, was die Umwelt sagt. In einer Welt, wo sie rosa, violett und blau haben, dann haben sie schon mal 3 Möglichkeiten und dann wird es zu anderen Verteilungen kommen. Mhm. Und wenn sie mehr Farben haben, dann tut sich das von Schritt zu Schritt so unterscheiden. Kann sich das auch ändern im Verlauf des Lebens? Das ändert sich eigentlich praktisch nicht. Es gibt Menschen, die sehr fluid sind. Also die sagen, ich habe die Fähigkeit, von einem Kästchen zum anderen zu wechseln. Mhm. Und das ist aber sehr, sehr selten. Auch also meiner Erfahrung nach, die meisten Menschen, die ich begegne, die wissen das sehr genau, wo sie sich dazu gehörig fühlen. Und wissen Sie, ich komme so aus einer Welt raus. Ich habe mit 08 angefangen, mit Transmenschen zusammenzuarbeiten. Und dort hat man damals den Leuten die Frage gestellt, tun Sie mir das beweisen? Mhm. Also, tun Sie mir beweisen, dass Sie wirklich eine Frau sind? Und ich habe das immer sehr absurd gefunden. Also, wie beweisen? Ja, Frau Brönnimann wird zu mir kommen. Und dann hat Frau Brönnimann gesagt, ja, also sie hat damals anders ausgesehen. Und sie hat gesagt, Herr Garcia, ich bin eine Frau. Und dann hat ich der Frau Brönnimann gesagt, ja, tun Sie mir das beweisen? Ich muss ein Argument bringen und ja. Und das habe ich immer eine sehr absurde Frage gefunden, weil ich selber kann das auch nicht. Also wenn ich müsste irgendwie sagen, warum fühle ich mich männlich, dann kommen sie zu Argumentationen, die sehr zirkulär sind und wo man immer aber findet, ja, aber das stimmt nicht ganz. Also das kann man nicht ganz so hundertprozentig sagen. Mhm. Und dementsprechend gehen wir heute davon aus, dass die Identitäten sich eben zwischen 2 und 4 um 4 ausbilden und dass die dann für längere Zeit dann fixiert sind. Mhm. Hormonbehandlung haben Sie gemacht, jawohl. Aber Hormonbehandlung ist ja nicht ganz ohne für den Körper. Tut Sie das stark belasten? Es ist Hormon. Also ich denke, jeder Eingriff, den wir in unser Wunderwerk Körper machen, ist eine Belastung. Und da gilt es eben sehr genau abzuwägen, Vor- und Nachteile, Bedürfnis, Wünsche. Und entsprechend von denen muss man oder trifft man ja seine Entscheidung. Und ich denke, die Hormone, die können durchaus helfen, logisch. Die haben ja auch eine Verweiblichung vom Körper, wo sie nach sich ziehen. Sie beeinflussen sehr vieles, aber man darf es nicht unterschätzen. Man darf nicht einfach
denken, dass jetzt Hormone einfach Probleme lösen oder alles nachher einfach easy breezy ist, wenn ich es so salopp formuliere. Mm-hmm. Weil es ist ein Eingriff in die Komplexität von unserem menschlichen Körper und die ist ja unerhört. Mm-hmm. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, bis ich eben die Hormone 5, 10, 15 Jahre lang genommen habe und gemerkt habe, mein Körper sagt mir schon, du Nadja, es ist nicht so, ich habe es ordentlich zu arbeiten mit dieser Hormonbehandlung, die halt eben doch durch wo doch von außen erfolgt und nicht im natürlichen Fluss der eigenen Hormone stattfindet, wie in einem Körper, wo das nicht macht. Genau, aber aufhören könnte es jetzt nicht? Das könnte ich nicht, weil Hormone sind ja ganz überlebenswichtig für den Körper. Also das sind ja die stabilisieren alles zwischen Blut, Nerven, Organen. Und wenn ich jetzt einfach aufhören würde, dann hätte ich ziemlich rasch Probleme, zum Beispiel mit Osteoporose, Knochen, Dichte etc. Also es wird vieles noch mehr aus dem Gleichgewicht fallen. Also das heisst, wenn man sich für eine Hormonbehandlung einmal entschieden hat, dann bedeutet das schon für das ganze Leben, Herr Garcia? Das ist nur dann so der Fall, wenn Sie die primäre Geschlechtsorgane entfernen. Ja. Also das heisst, bei der transfemininen Bevölkerung, wenn man dort die Hoden entfernt, und bei der transmaskulinen Bevölkerung, wenn man die Eierstöcke entfernt, dann sind sie angewiesen, dass sie lebenslänglich dann die Hormone nennt. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt hätten sie theoretisch die Möglichkeit, die Hormontherapie zu beenden. Also wenn sie merken, okay, ich habe das jetzt angefangen, aber es ist nicht das, was ich mir versprochen habe, aber das habe ich praktisch noch nie gesehen, dass das irgendjemand einfach so absetzen würde. Petra Casagrande, wie ist das in der Gesellschaft? Wie werden Sie angeschaut? Werden Sie diskriminiert? Werden Sie geblockt? Also etwas weiss ich, Sie sind auch mal runtergeschlagen worden. Mm-hmm. Also ein schwieriger Weg. Ja, also dort muss ich sagen, dort hat man mich ziemlich sicher für einen Schwulen gehalten. Also da bin ich noch dran für etwas, wo ich gar nicht bin. Ich glaube, es ist einfach die Ambivalenz, die ich habe, die ist für viele sehr schwierig, oder? Mhm. Und ich kann es nicht ändern, oder? Also es hat dann nicht vielmals hat die Mutter noch gemeint, ja, hast ja so kurze Haare, oder? Aber irgendwann habe ich gesagt, das kann nicht an den Haaren liegen. Also es gibt sind ja auch kurze Haare. Das allein kann es nicht sein, sondern es ist mein ganzes Wesen, oder? Mhm. Und wenn man sagt, eben von der Kindheit, mich hat eigentlich die Gesellschaft darauf aufmerksam gemacht, dass ich anders bin, oder? Also eben, dass ich irgendwie mit den Schlittschuhen oder dass ich in die Zefi gegangen bin mit irgendwie, was geht man dann mit der vierten Klasse? Ja. Da bin ich gekommen, habe Freude gehabt, da hat es geheißen, die Buben sind am nächsten Samstag, oder? Und ich dachte, oder? Also es ist mir immer wieder so begegnet, oder? Ja. Und ich habe mich zwar nicht, es hat mich nicht beschäftigt, aber ich weiss einfach, dass es von außen an mich hergetragen worden ist, dass man in mir noch etwas anderes sieht und dass ich auch Kleider, zum Beispiel, ich habe es gehasst, oder? Mhm. Früher als Kind, ja, dann geht man auf Besuch, muss man das Kleid anlegen, dann bin ich gestorben, oder? Mhm. Und da hat man natürlich sagen, ja, man denkt einfach zickig, oder? Aber das war bei mir natürlich wirklich ein Verkleiden gewesen, oder? Und wirklich ein Leiden, also ich habe mich geschämt in dem Zeug, oder? Ja. Sie sind ja Mutter von zwei Kindern. Das heisst, Sie haben eine Zeit lang mit einem Mann zusammen gelebt. Ist denn das auch ein bisschen Anpassung an die Gesellschaft? Oder? Ja, ich denke natürlich. Ich meine, mit 13, als ich das erste Mal über das nachgedacht habe, haben wir noch kein Internet gehabt, wir haben noch kein Handy gehabt. Wir haben, eben, wie du gesagt hast, das Thema war noch nicht so offen gewesen. Und vor allem der Witz ist, lesbisch war für mich noch gar kein Begriff gewesen. Das ist auch so etwas, also keine Ahnung. Schwul habe ich gekannt, aber lesbisch nicht. Also. Und irgendwie, ja, ich bin meinen Weg einfach gegangen, weil ich dachte, ja, das ist keine Ahnung, was das ist, oder? Mhm. Und habe dann aber auch meinen ersten Freund in der Gewerbeschule. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, das sind immer, also zwei Männer habe ich eigentlich in meinem Leben, also meinen ersten Freund und den zweiten, den ich nachher geheiratet habe. Und das sage ich jetzt mal, das sind jetzt nicht so typisch männliche Männer gewesen. Also der eine hat nicht viel Haar gehabt und der andere war einfach nicht so ein Fetzer gewesen, sondern eigentlich, ja, etwas noch schmächtiger wie ich. Aber das sind auch erst nachher Sachen, die ich reflektiert habe, dass es eigentlich doch immer wieder gestimmt hat für mich, oder? Also ich habe immer das Setting
müssen haben. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich nie einfach so einen voll maskulinen Mann. Das wäre nicht gegangen, das wäre mit meinem Typ in mir rein nicht gegangen. Oder? Weil der ist ja nicht schwul. Oder? Also das ist irgendwie ganz komisch. Ja. Wie ist es für Ihre Kinder? Ja, meine Kinder sind mit dem aufgewachsen, seit 4 und 7. Und ich denke, ich habe sie sehr, sehr offen erzogen, in dem Sinn, dass ich immer authentisch war bin und transparent. Und ja, das war für mich das Wichtigste. Ich habe nichts versteckt. Das Schönste ist vielleicht, ich habe zwei Mädels. Und ich bin mir manchmal zuhause so vorgekommen wie der Hahn im Korb, oder? Mit zwei Mädels, die da sich ihr Haar glätten und tralala und so, oder? Also ich habe das echt genossen, muss ich sagen. Und wenn sie in den Ausgang gegangen sind, dass sie mich wirklich gefragt haben, Mami, du hast doch eine Ahnung, oder? Sieht mir gut aus, oder? Ja. Und das hat mich mega gefreut, dass sie mich so mit so wahrgenommen haben, dass ich ein Auge für schöne Frauen habe. Ja. Dass sie das aus dem Aspekt haben wollen, gewissen hören, ja. Oder? Und das, ja, ich denke, das hat einfach gestummen und es hat dann niemand gross, der mich länger kennt, erstaunt. Ja. Ja. Es ist alles reingewachsen. Ja. Herr Garcia, Sie haben auch gesagt, also Sie haben mir erzählt, heute tut man auch relativ früh entscheiden, schon ein Teenager kann Behandlung kriegen, sodass man Pubertät tut unterbrechen. Ist das richtig, der richtige Zeitpunkt? Also wir haben in den letzten Jahren haben wir einen Paradigmenwechsel gemacht, oder? Also ich habe noch vorhin erzählt, früher ist es darum gegangen, dass die Leute müssen beweisen, dass sie die Identität haben. Und wir gehen heutzutage aus, also die Frage beschäftigt uns nicht, weil die Frage können die Transmenschen selber einzeln für sich beantworten. Sondern das, was uns interessiert, sind die Spannungszustände zwischen dem Geschlechtskörper und der Geschlechtsidentität zum Beispiel. Oder zwischen der Geschlechtsidentität und der Geschlechtsrolle. Das sind so Spannungszustände, wo entstehen zwischen den verschiedenen, so wie wir das nennen, Geschlechterkomponenten. Mhm. Sie haben uns dazu nämlich eine Grafik geliefert. Das können Sie vielleicht gerade erklären, was ja, das bedeutet? Also, wenn man über das im Deutschen über das Wort Geschlecht nachdenkt, oder? Dann ist das ein sehr grosses Wort. Das ist so, wie wenn Sie über Leiden nachdenken. Das kann ein kardiologisches Leiden sein, ein psychiatrisches Leiden. Und in der Medizin tun wir die Begriffe unterteilen. Und wir, als Geschlechtskörper, das ist das, was wir alle kennen. Wir haben den Körper, Genitalien, das ist bildet durch Gen, durch die Epigenetik, durch die Hormone. All das, was man so kann sagen kann, wie messen und kann analysieren. Dann gibt es die sogenannte Geschlechtsidentität, da haben wir geredet gehabt. Zwischen dem zweiten und dem vierten Lebensjahr entsteht für alle, nicht nur für Transmenschen, sondern auch für die nicht trans sind. Und dann gibt es die Geschlechtsrolle. Das ist so, wie ich mich präsentiere, der Gesellschaft gegenüber, zu den anderen zeigen, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich non-binär, wie bin ich? Das ist, die sozusagen Sammlung von Kleidung, Schminke, Brille, Bart, Bewegungen, Stimmlage. Das ist alles, was die anderen so an mich wahrnehmen. Und im Deutschen haben wir noch zwei weitere Begriffe, die auch zum Geschlecht gehören. Denken Sie zum Beispiel an die gleichgeschlechtliche Liebe, oder? Also das ist die sexuelle Orientierung. Das ist etwas total anderes als die Geschlechtsidentität. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und warum, Herr Garcia, was ist anders? Ja, also wissen Sie, es ist ein Unterschied, ob ich mich als Mann erlebe oder ob ich auf Männer stehe. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber in der Medizin, also vor meiner Zeit, in den 70er Jahren, hat man behauptet, dass Transfrauen super schwule Männer sind. Mhm. Also man hat gesagt, es gibt schwule Männer, sehr schwule Männer und die sehr, sehr schwul sind, das sind dann Transfrauen. Also das sind Menschen, die mit einem Penis auf die Welt kommen, und so schwul sind, dass sie sich als Frauen erleben. Also dort hat man die zwei Begriffe so miteinander fusioniert. Und natürlich das Umgekehrte dann auch bei den Transmännern. Oder? Das wären super lesbische Männer gewesen. Genau. Und es hat uns viel Arbeit und auch Zusammenarbeit mit der Community gebraucht, auch in der Medizin, um diese zwei Begriffe voneinander zu trennen. Das ist wichtig. Also von dem her, dass und man heute das ist es wie? Und heute ist es. Wir haben die fünf Begriffe und mit denen wir operieren. Und zwischen diesen fünf Begriffen bestehen wie Verbindungen. Also, weil Menschen sind ja
wir sind immer eins. Wir erleben uns nicht einfach als Körper oder als Psyche oder als Rolle. Wir erleben uns immer in einer Einheit. Also, die Trennungen machen wir in der Medizin, damit wir irgendwie weiterkommen. Und zwischen den fünf Pflöcken, die Sie jetzt hier sehen, kann es manchmal einfach zu Spannungen kommen. Ja. Und wir haben alle solche Spannungen. Ich fühle mich nicht jeden Tag genau gleich männlich. Also, jetzt da mit einer Person, die sich als Frau definiert und mit sie beiden, wo Frauen sind, bin ich klar der Mann im Raum. Also da steht jetzt meine Männlichkeit oder Non-Binarität. Oder? Also so ist das für mich einfacher sozusagen wie zu definieren. Wenn ich jetzt in einen Raum hineingehe, die mit all Bachelorette-Kandidaten, oder? Wo viel jünger sind als ich, knackiger sind als ich, grösser, muskulöser, da würde meine Männlichkeit zur Disposition stehen. Da würde ich irgendwie einen Druck spüren. Oder? Und bei den Trans-Leuten sagen wir heutzutage, die haben einfach den Druck ständig. Permanent. 24 Stunden am Tag. Wie kann man denn die Spannungen, aber den Druck abbauen? Weil das ist ja eigentlich nicht etwas Schönes, wenn wir ständig unter Druck leben, Frau Brönnimann. Ja, ich denke, es gibt dann einfach für sich den Punkt, wo man sagt, ich folge meinem individuellen Weg in meinem Leben und ich bin richtig so, wie ich bin. Ich darf so sein. Es gibt nicht das Richtig und das Falsch, sondern es gibt meinen persönlichen Lebensweg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch die Chancen und auch das Schöne von uns als Mensch sind, dass wir unserem eigenen Weg dürfen folgen. Und ich glaube, das ist für mich die Lösung. Ja, also das bedeutet aber auch Toleranz in der Gesellschaft. Unbedingt. Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft. Ja, also das heisst, also Sie können den Druck abbauen, indem Sie soziale Massnahmen machen. Also das ist das Coming-out. Das ist, indem Sie Ihr Aussehen verändern, Ihre Frisur, Ihren Lebensstil oder indem Sie eine medizinische Transition anfangen. Und das, was wir heutzutage sagen, ist, die Person muss selber entscheiden, welcher Schritt soll zuerst kommen und man kann selbstverständlich beide Schritte kombinieren. Früher hat man gesagt, Sie müssen sich zuerst outen und alle sozialen Massnahmen unternehmen und erst dann dürfen wir Sie behandeln. Und das ist auch so ein Fehler gewesen. Und heutzutage, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, oder? Von der, was weiß ich, eine 14-jährige Person oder eine 16-jährige Person, also zu uns kommen sie erst mit 16, wo kommt und sagt, ich habe so einen Druck in meinem Leben, dann gibt es für mich als Psychiater gar keine Möglichkeit, dem irgendwie zu widersprechen. Also ich bin darauf angewiesen, dieser Person das zu glauben und die Person weiss das am besten. Und meine Aufgabe ist irgendwie, die Person zu begleiten innerhalb von unserem Team. Wir haben Hormonspezialisten, Chirurgen, um zu sagen, okay, der Druck sieht so aus. Also mit welchem Teil jetzt von deinem Körper ist der meiste Druck? Und dementsprechend auch eine gute Lösung sozusagen herbeizuführen, zu damit eine Entspannung kommt. Oder? Und eine individuelle Lösung. Genau. Individuelle, ja. Also das habe ich jetzt gut verstanden. Es braucht eine Offenheit und das Individuum muss eigentlich am Schluss entscheiden, was ist der richtige Weg. Und trotzdem, Frau Brönnimann, wenn Sie das Rad jetzt könnten zurückdrehen aus der heutigen Sicht und jetzt nur ganz spezifisch auf Sie abgestimmt, was würden Sie machen? Ich würde die operativen Eingriffe nicht mehr machen. Das ist für mich eine klare Erkenntnis, weil ich das eigentlich eben das Tolle finde heute mit diesen ganzen bunten Lebenswegen, die genauso stimmig und richtig sind, die es heute gibt, die heute zum Glück sichtbar geworden sind. Und ja, zu meiner Zeit hat man das halt einfach wirklich noch nicht gehabt. Ja. Darum hatte ich auch den Informationsstand nicht gehabt. Und ja, ich würde es heute nicht mehr machen, weil ich, wie gesagt, oder wie ich es vorher erwähnt habe, meine Weiblichkeit nicht mehr über meine Geschlechtsorgane definiere. Ja. Und ich erkenne jetzt in meinem Fall, dass einfach Gesundheit ist ja wirklich das höchste Gut, das wir mit ins Leben bekommen. Und das stelle ich heute noch sogar fast über alle anderen Fragen. Ja. Wie ist es bei Ihnen? Ja, also ich muss sagen, jetzt, wo ich mich auch vermehrt auch noch so ein bisschen mit dem Thema befasse, wird mir klar, was ich eigentlich für einen Weg hinter mir habe. Und vor allem, dass ich den Weg ganz allein gemacht habe. Also ich wäre auch froh gewesen, ich hätte Leute gehabt, die mich unterstützt hätten in meinen Gedanken. Ich habe das alles für mich allein herausgefunden. Und ja, hat mich dafür auch ein paar Mal in die Psyche gebracht, also dass ich ein Burnout hatte.
Früher habe ich gedacht, ja, du hast einfach irgendwie, weiss nicht was. Aber jetzt, wenn ich das so höre, muss ich sagen, okay, das war natürlich, dass mich das zusammengebückt hat. Oder? Weil eben, ich bin dann in die Frauenszene gegangen und bin dann innerhalb der Frauenszene auch wieder an den Rand geschoben worden, weil ich zu männlich war. Oder? Mhm. Und ich komme ja eigentlich aus der Hetero-Welt. Also ich war zuerst hetero, dann war ich lesbisch. Und jetzt bin ich trans in dem Sinn, aber ich bin immer noch ich, oder? Mhm. Und darum sage ich, es ist so eine Befreiung. Also ich finde, ich habe auch in der Szene viel erlebt, nicht Schönes erlebt, wo ich, ja, wo mich auch fertig gemacht hat, oder? Und ich habe es nicht verstanden. Und da finde ich, finde das gut, wenn sich heute die Jungen da besser können aufklären oder dass man überhaupt gesellschaftlich ein bisschen aufklären kann. Dass es wirklich schlussendlich immer noch um den Mensch geht, oder? Und dass man sich nicht gegenseitig so sollte, ja, du hast so und du hast so und du, weil du lange Haare hast, bist du so und so. Und das hat mich, also muss ich sagen, es hat mich irgendwie fast das Leben gekostet. Oder? Und das bedeutet aber eigentlich, in allen diesen verschiedenen Gesellschaftsteilen gibt es Schubladisierung. Absolut, und gibt es Diskriminierung. Das war für mich schwer gewesen, zu ertragen. Ja. Weil ich gemeint habe, jetzt bin ich draußen aus der Hetero-Welt, juhu, oder? Und da habe ich gesehen, das ist überhaupt nicht wahr. Im Gegenteil. Mhm. Also ich bin dann noch als Butch nicht zu wenig feminine Frau teilweise nicht einmal erwünscht gewesen, oder? Dann muss ich sagen, ja, was soll ich denn machen? Ich bin so auf die Welt gekommen. Oder? Also, ich habe ja das nicht einmal gewählt. Oder? Ja. Und diese Intoleranz, die hat schon sehr weh, da muss ich also sagen. Ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es braucht also eigentlich grundsätzlich Toleranz. Absolut, mehr Toleranz. Ja. Absolut, die, ja. Also, wenn ich da kurz einhaken, oder? Also, das Bedürfnis von Menschen, Kategorien zu bilden, das ist universell. Also, wir können nicht überleben, wenn wir nicht ständig kategoriell denken. Also, Sprache ist so etwas. Also, wenn wir von einem Stuhl reden, reden wir nicht von einem Tisch. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien, oder? Mhm. Also, und das heisst, sobald Sie irgendwie drei Leute in einen Raum hineintun, entstehen einfach Kategorien. Der Punkt ist mehr, was tun Sie diesen Kategorien für eine Bedeutung zumessen? Oder eine Wertung vielleicht? Genau, oder eine Wertung zumessen. Oder im Mittelalter zum Beispiel hatte Haarfarbe eine ganz grosse Bedeutung gehabt. Wenn Sie rothaarig waren und die Pandemie gekommen ist, die Pestpandemie gekommen ist, oder? Also dann haben sie eine doppelte Chance gehabt, zu sterben. Entweder sind sie an der Pest gestorben und wenn sie die Pest überlebt haben, dann ist es klar gewesen, aha, die Rothaarige hat das überlebt, das ist eine Hex, die hat uns das sozusagen ins Dorf hineingebracht, oder? Mhm. Weil die Leute haben daraus geschlossen, rote Haare, Verbindung mit dem Teufel. Yeah. Also von einem äußeren Merkmal auf ein inneres Merkmal. Und das ist das, was wir heutzutage immer noch mit dem Geschlecht machen. Wir gehen auf die Straße und teilen die Leute innerhalb von Millisekunden in Rosa und Blau einteilen. Mhm. Vielleicht sind wir natürlich so strukturiert, dass wir grundsätzlich einfach einordnen, dass man das ist, gibt eine Vereinfachung. Ja. Und so eine Vereinfachung kann aber sehr verletzend sein, je nachdem, um was es hier geht. Eben, wenn Sie dann Frau sein oder Mann sein mit einer gewissen Wertigkeit verbindet. Heutzutage mit der Haarfarbe, oder? Jeder kann die Haarfarbe haben, blau, grün und so. Und doch kennen wir Blondinenwitz nach wie vor, oder? Die gibt es, kennen Sie sicher. Ja, kenne ich. Aber also, man würde nicht mehr irgendwie einen Kandidat oder eine Kandidatin, was sich als Bundesrat anhand der Haarfarbe entscheiden, oder? Ja. Und vielleicht können wir mit mehr Toleranz irgendwann in eine Welt rein, wo die Geschlechter einfach nicht so eine Bedeutung haben. Mhm. Wo jeder kann für sich entscheiden, in welchem Geschlecht bin ich und in Ruhe gelassen wird. Und jede Person kann das auch so gestalten, wie sie das will. Das finde ich eine schöne Abrundung von Ihrer Seite. Frau Brönnimann, haben Sie auch noch eine Schlussfazit, etwas, was Ihnen wichtig ist, zu sagen? Also mir hat das sehr gut gefallen, das Statement. Wirklich, da kann ich mich nur anschliessen. Und ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig, dass wir uns wahrnehmen, dass wir uns vor allem gegenseitig achten und den Respekt haben. Und wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen auch nicht über alles Bescheid wissen, alles begreifen, aber einfach wissen, es ist ein Mensch vis-à-vis und der hat genauso seine Gefühlswelt und seine Berechtigung hier bei uns auf der Erde. Frau Casagrande. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr zufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Weil dann müssen sie nämlich auch nicht bei den anderen rumnäuseln. Und dann muss einem Andersartigkeit auch nicht Angst machen. Oder? Ich habe das nie verstanden. Es hat mir so viel gesagt, ja, die haben Angst vor dir. Und ich habe mir gesagt, vor was haben denn die Angst? Und ich habe keine Angst vor anderen Leuten. Aber ja, wenn man zufrieden mit sich selber ist, dann ist man auch offen für Neues. Oder?
Und das wünsche ich mir eigentlich, dass das noch mehr passiert. Aber da muss jeder Mensch an sich selber arbeiten und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Dankeschön vielmals für das spannende Gespräch.